Jo, liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar sind wir jetzt auf Reefer Games und haben uns heute mal das die Minecraft-Version 1.15.2 einfach mal ausgesucht, weil ich euch einiges zeigen wollte. Und das hat auch noch andere Gründe. Ich habe ja übrigens meinen Shop mittlerweile umgebaut, PH Aldi Nord auf CB22. Das ist jetzt das vierte Video, was ich aufnehme. Die anderen Videos sind alle nicht geworden oder haben nur Probleme gemacht. Und ja. Ihr seht also hier Aldi Nord mit den Aldi-Karten. Hier haben wir einen ganzen Shop und so weiter und so fort. Und die Texturen sind hier ein bisschen anders. Im Moment bin ich relativ unzufrieden. Ich habe sehr, sehr viele Baustellen in meinem privaten Leben. Und auch sonst läuft es gerade nicht ganz so rund. Und es wächst mir einfach alles in-game wie auch im Privatleben über den Kopf. Und ich kann da nichts ändern und kriege dann hier und da natürlich immer mal wieder etwas Stress, egal wo auch immer. Das soll aber nicht hier unser Thema des Videos heute sein, sondern ja, ihr seht hier, die Texturen sind anders, das ist schon nice gemacht. Aber es leckt natürlich auch wesentlich mehr. Ich habe übrigens einige Texture Packs mir runtergeladen gehabt. Und da fand ich auch einige Sachen mega nice, aber ich fand das Smooth, was einige mir abgeben, einfach nicht so schön. Falls ihr noch einige schöne Texture Packs kennt, die vielleicht auf 8 oder 16, vielleicht allerhöchstens 32 Bit bzw. Pixel beschränkt sind, schreibt mal gerne in die Kommentare, genauso was ich euch als nächstes zeigen soll. So, dann auf CB22 könnt ihr gerne, wenn ihr Karten kaufen wollt, auf PH3-Karten gehen, also TRI und dann Karten. Dort ist eine relativ große Auswahl, die TRICOM, also TRICOM, die hat momentan auch einige Spawner mehr, wieder also 21 um genau zu sein. Natürlich gibt es auch noch andere Community-Farmen, die auch erwähnenswert sind an dieser Stelle. Ich habe jetzt aber momentan leider hier keine Liste mehr liegen. Genau wie zu den Kartenshops oder so. Deswegen werde ich jetzt nur mal das als Beispiel nennen an dieser Stelle. Gerne könnt ihr auch eure Wünsche, eure Sachen gerne unter die Kommentare schreiben, beziehungsweise in die Kommentare. So, dann zu etwas anderem. Und zwar habe ich heute versucht, den Lord Varus Server zu betreten. Ich bin normalerweise ein Mensch, der sich an einigen Stellen versucht zu beherrschen. Aber der Server hat mir heute die Fassung geraubt, Freunde. Der Server hat mir wirklich den letzten Nerv gekostet. Und zwar bin ich nichtsahnd drauf gejoint, wollte dann, weil ich ja schon zum Mittelalter was gesehen hatte, mal auf Future gehen. Future war natürlich frei. Und dann bin ich drauf gejoint und lande irgendwo mitten im Nirgendwo vor irgendeiner Wand. Farmwelt oder irgendwas. Ich gebe ein P-Auto. Du kannst nicht mehr als 0 Plots besitzen oder einnehmen. Okay, alle haben Plots. Alle können Plots haben. Ich darf aber keinen Plot haben. Fail. Lord Varus, ihr nehmt es dir nicht übel, dass du Creeper Games verlassen hast. Ganz ehrlich. Aber wenn du wirklich schon Server anbietest und darauf einiges nicht funktioniert, dann stell's doch bitte erstmal nicht rein. Dann nehmen das erstmal raus, sodass die anderen da nicht drauf joinen können, oder überlegt jemand was dazu, bitte. Genauso gut gab es dann noch so eine Möglichkeit, einige Sachen sind natürlich noch nicht offen, eine andere Sache war, dass man sich bewegen konnte und an eine Stelle gehen konnte und dort dann einige Sachen abbauen können soll. Ich bin in irgendeinem Keller gelandet mit Diamanten und Glowstone und überall stand nur Tafeln, wenn du hier gelandet sein sollst, gib /spawn ein. Schön. Schön, wie sehr dieser Server funktioniert. Ich meine, für alle, die darauf spielen möchten, gerne. Ihr könnt gerne darauf spielen, habe ich nichts dagegen, wenn ihr damit zurechtkommt, wenn ihr damit klarkommt, keine Probleme habt. Sage ich nichts dagegen. Ihr könnt gern tun und lassen, was ihr wollt. Nur ich werde diesen Server bestimmt nicht mehr betreten.
Ich habe ja schon Probleme auf OP-Sucht und Durchrasten gehabt. So ein bisschen, aber da geht's. Da ist das alles kein Thema, alles in Ordnung. Aber ganz im Ernst, wenn ich auf einen Server joine, ja, und dort steht, dass alles offen ist, dann gehe ich auch davon aus, dass es funktioniert. Und wenn ich sehe, andere Spieler haben Plots, aber ich mir selber keinen Plot holen kann, oder direkt nach dem ersten Mal Join rausfliege, um nochmal neu drauf zu joinen, mir dann Plot holen will, das Ganze dann nochmal versuchen mit neu drauf joinen, und in dem Moment ich rausfliege, wenn der Server um 3 Uhr nachts restartet wird, dann platzt auch mir die Hutschnur. Also, liebes Team von Lord Varus, lieber Lord Varus, falls ihr das hier seht, es ist keine böse Absicht, dass ich etwas zum Server in dieser Art und Weise sage. Ich finde die Idee ja ganz nett gemacht, dass ihr sagt, okay, Lord Varus, du möchtest einen eigenen Server. Da habe ich auch absolut überhaupt nichts gegen. Du hast viele, viele Jahre einiges an Arbeit hier reingesteckt. Wir hätten dich gerne weiterhin hier gehabt, aber natürlich, was nicht geht, geht nicht. Verstehe ich auf jeden Fall. Nur, wenn so einiges nicht funktioniert, was eigentlich funktionieren sollte, oder die Funktionen unbekannt sind und der Server auch nicht so 100% lagfrei ist, fast noch ein Ticken schlimmer als Creeper Games. Ich weiß nicht, ob es an mir gelegen hat, keine Ahnung. Dann mache ich mir wirklich Gedanken. Ich finde hier ganz nett, dass eure Plots größer sind, ja. Aber ich habe keine Start-Items bekommen, ich habe keine kein sonst was bekommen oder gesehen, und ne, ihr versteht das hoffentlich. Momentan sind natürlich hier auch einige Creeper Games, die quitten und den Server zum Lecken bringen, weil sie Abbau-Events starten damit, und das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, auf jeden Fall stimme ich euch zu, gebe ich euch recht, und ja. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr aufregen. Ihr seht hier in der 1.15er backen die Türen genauso schön wie... Herrlich. Herrlich, diese Version. Zum Glück spiele ich auf der 1.89er Version normalerweise. Ihr seht, es ist Katastrophe. Aber hier die Lava- und Wassertextur, die sehen wirklich geil aus. Die sehen wirklich, wirklich geil aus. Aber leider kann man in dieser Version jetzt zum Beispiel nicht mal schnell irgendwie großartig was einstellen, was jetzt, damit es weniger leckt oder so. Ja. Gut, liebe Freunde, bevor ich mir jetzt einen Wolf quatsche, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt, ob das nächste Video kommen wird. An dieser Stelle bin ich erstmal durch mit dem Video. Die nächste Zeit wird also zeigen, was kommt und was nicht kommt. Für weitere Ideen bin ich euch dankbar. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ihr dürft mich auch gerne aufmuntern. Ich werde natürlich an dieser Stelle jetzt nicht noch mehr sagen, was alles momentan ansteht und was so los ist, aber ich bin mittlerweile komplett überfordert und hatte auch schon mehrfach überlegt, einfach mal komplett zu quitten. Und ich mache hier meine Aufgaben, meine Sachen, die ich machen sollte, müsste, so gut es geht. Aber es ist den einen oder anderen nicht gut genug. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ich so ein Mensch, der jetzt ewig einfach ohne Pause dranhängen kann. Und wenn ich dran bin, versuche ich natürlich auch bei mir ein bisschen noch weiterzumachen. Gerade wenn ich jetzt hier die Putz noch habe, ich muss mein altes abbauen, ich muss mein Zeug umlagern, ich muss neuen bauen. Es bleibt alles gerade auf der Strecke.
und ich kann mir dann immer wieder hier und da einiges anhören, was ist für mich einfach nur ätzend gerade. Und einerseits, ne, wird halt gesagt, man hat ein Real Life, andererseits kommt es einem halt so vor, als wenn das nicht der Fall ist. Das habe ich aber auch schon öfter gesagt zu einigen Leuten. Und das sind halt viele, viele Sachen, die hier passieren. Wow. Das sind wirklich viele, viele Sachen, die hier passieren, weil es kommen halt auch immer mal wieder Leute zu mir, die dann einfach mal, die dann halt wirklich mal fragen, ja, wie weit bist du mit deinem Plot, wie weit bist du hiermit, wie weit bist du damit. Und ich habe momentan einfach effektiv keine Einnahmen, ich kann nichts machen und ich fühle mich momentan einfach komplett in jeglicher Hinsicht etwas sehr unter Druck gesetzt und es ist wirklich für mich schwierig gerade alles. Und ich werde darauf aber nicht näher eingehen, was jetzt überall genauso los ist, womit das dann letztendlich alles zusammenhängt. Und nein, man kann sich's nicht denken, denn es ist dann doch anders als viele denken von euch. Und ja, liebe Freunde, ich bedanke mich für eure Abos. Ich bedanke mich für eure Treue, für eure Werbung. Wenn ihr in Zukunft mehr Content sehen wollt, wenn ihr generell wieder Content sehen wollt, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Gerne auf die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Teilt es mit euren Freunden, ladet sie explizit. Also auf jeden Fall sagt denen hier, schöner Kanal, kommt mal vorbei oder hier, abonniere einfach mal oder ich würde mich wirklich darüber freuen. Und falls es dann doch noch mal eine Phase geben sollte, wo es etwas besser läuft und ich wieder einige Möglichkeiten habe, werde ich dann ein Video veröffentlichen. Die ganzen Videos, die ich hier habe, sind vorproduziert und kann natürlich sein, dass ihr die Videos jetzt teilweise eine Woche oder einen Monat schon fast nach der Aufnahme seht, wie auch hier in diesem Fall das Ganze ist. Und weil ich plane das natürlich ganz genau und weiß, also wenn ich euch jetzt sage, einen schönen Montag und es ist zufällig Montag, dann liegt das einfach daran, dass ich das eingeplant habe, dass ich gesagt habe, okay, das Video soll an einem Montag erscheinen, damit das dann auch thematisch passt. Natürlich sind jetzt, also ich werde auch einige Sachen berichten, die jetzt vielleicht schon passiert sind oder noch passieren werden und ihr denkt euch, hä, das ist doch noch gar nicht so lange her oder so. Aber ich werde einfach mal sagen, das Kartensystem, wird hier an die CBs ja angeschlossen, beziehungsweise ist wahrscheinlich schon, wenn das Video rauskommt, angeschlossen. Und ja, es ist einfach schon angeschlossen, sagen wir mal so. Der Shop ist ja auch hier relativ neu. Das Video selber hier ist jetzt auch noch nicht ganz so alt. Aus den letzten Tagen einfach hier aufgenommen. Beziehungsweise der erste Versuch hier und dann hatte ich es nochmal umgebaut und dann werde ich es nochmal umbauen, wieder zurück hier zu dem Ganzen. Und ich weiß, ihr könnt mir jetzt gerade nicht mehr folgen, ich kann mir selber nicht mehr folgen, ist auch wirklich ganz egal gerade in diesem Moment. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt, abonniert den Kanal, animiert andere dazu und macht ein bisschen Werbung. Und dann war es das erste Mal mit dem Video. Ob und wann das nächste Video folgt, entscheidet allein ihr. Und ist dann halt auch der Situation geschuldet, wie es bei mir ist und wie es bei mir weitergeht. Und wie gesagt, danke nochmal für alles. Und ich würde mich freuen, wenn es halt irgendwann auch mal
für mich weitergehen würde hier auf YouTube. Dann macht es gut. Und wenn die Träume nicht mein Leben, ist es eigentlich zu spät. Ja, wir wissen alles, also gehen wir uns aus dem Weg. Haben lange dran gedacht, doch auch irgendwann vergeht dieser Schmerz und der Kummer und die Liebe meines Lebens. Du warst immer hier, doch niemals für mich da. Die Geschichten nimmst du bitte mit ins Grab. Ich hab lange gehofft, dass es nicht wahr. Doch auch du bist nicht mehr, wie du mal warst. Fliegen in meinem Zimmer hin und her. Ich liebe dich, ich liebe dich nicht. Ich versinke immer mehr.